Bevor ich Ihnen meinen Text vorbereiten, Text vortragen wollte, noch ein Hinweis. Wir haben natürlich auch Grußworte erhalten zu dieser Veranstaltung. Ein Teil liegt, glaube ich, noch vorne am Eingangstisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eins hat uns alle sehr bewegt. Das ist das Grußwort eines Schweizer Griechen, der mir das über unsere Internetseite hat zukommen lassen, wo er sich also bedankt für die Aktivitäten, die in Deutschland gelaufen sind, von politischer Seite und auch von anderen. Also es ist wirklich rührend lesenswert. Wenn wir noch Zeit hätten, würde ich es dann auch noch gerne vorlesen. Ja, die Rolle der Vereinigung während der Obristenzeit in Griechenland. Im Jahr 1967 zählte die Vereinigung der deutsch-griechischen Gesellschaften, die 1962 gegründet wurde, 11 Mitglieder. Diese befanden sich in Berlin, Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg, Hannover, Mülheim an der Ruhr, München, Stuttgart und Wiesbaden. Bis 1974 erweiterte sich der Kreis um die Gesellschaften in Bochum, Bielefeld und Gütersloh. Vorsitzender war Dr. Hans Stärken aus Bonn, damals Referent im Bundespresseamt, später leitender Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung und ab 1976 Mitglied des Deutschen Bundestags. Über die Aktivitäten der Mitglieder der VDGG in der Zeit von 1967 bis 1974 ist wenig bekannt. Und auch meine Nachfragen für dieses Symposium waren wenig ergiebig. Sie erfassen lediglich kleine Episoden. Zu erklären ist dies durch die in der Satzung verankerte politische und religiöse Neutralität der Vereine. Die einzelnen Ortsgesellschaften boten ihren Mitgliedern Veranstaltungen an, die sich mit Themen aus der Landeskunde, der Archäologie, der Kultur, der Literatur, der Geschichte und so weiter unseres Partnerlandes befassten. Je nach Motivation zur Vereinsgründung stand auch die Hilfe für die damaligen Gastarbeit in ihrem neuen Lebensmittelpunkt Deutschland im Vordergrund. Natürlich haben sich Vorsitzende als deutsche Mitbürger zur Situation in Griechenland auch öffentlich geäußert. Als Beispiel sei hier ein Leserbrief genannt, den der Vorsitzende des Deutsch-Griechischen Vereins Mülheim, Hubert Just, und sein Stellvertreter Gerd Frank, der hier unter uns ist, in der Mülheimer NRZ veröffentlichten. Dazu muss man wissen, dass die Motivation für die Mülheimer Vereinsgründung war, die in Griechenland erfahrene Gastfreundschaft den neu nach Deutschland kommenden Griechen zurückzugeben. Der Deutsche Freidenkerverband hatte dazu aufgerufen, Griechenland wegen der Militärdiktatur als Reiseland zu meiden. Dazu schrieben sie, ich zitiere, werden dich gerade durch Reisen in ein fremdes Land, auch wenn die Regierungsformen nicht immer den eigenen Vorstellungen und dem eigenen Volkscharakter entsprechen, persönliche Kontakte gepflegt, wird damit nicht für die Völkerverständigung ein Beitrag geleistet? Wollte man den Aufruf ernst nehmen, dann müsste man sämtliche griechischen Gastarbeiter nach Hause schicken, um zu verhindern, dass durch ihre Geldüberweisungen an ihre Angehörigen in Griechenland das Militärregime unterstützt wird. Weiter, auch in diesem Jahr reisen wir nach Griechenland zu unseren Freunden Vassili und Yorgos und nicht zu Mr. Patakos, so wie wir in der Vergangenheit nicht zu Ministerpräsidenten Papandreou gereist sind. Soweit das Zitat. Probleme hatte die deutsch-griechische Gesellschaft Bielefeld bei ihrer Gründung. Eigentlich war die Gründung für den 5. Juni 1970 im Auslandsinstitut die Brücke vorgesehen. Da der Vorstand der Brücke befürchtete, es könnte hier ein junta-freundlicher Verein gegründet werden, wurde die Nutzung der Räumlichkeiten zu einer Gründungsversammlung verweigert. Nach klärenden Gesprächen konnte die Gründung der Gesellschaft jedoch einige Monate später erfolgen. Auch für diesen Verein war die Hilfe für die Gastarbeit Motivation für die Gründung. Es hat aber bei der Bielefelder Gesellschaft, nach deren Rückmeldung, keinerlei Aktivitäten pro oder contra untergegeben. In drei Quellen kann man etwas über die Aktivitäten der Vereinigung lesen.
Unter dem Titel Annäherung an Hellas veröffentlichte Professor Dr. Bernd Sösemann 1995 eine Festschrift zum 75-jährigen Bestehen der DGG Berlin. Sösemann war zu diesem Zeitpunkt Vorsitzender unseres Berliner Mitglieds. Die zweite Quelle finden wir im Buch Griechenland 1950-1974 zwischen Demokratie und Diktatur von Professor Dr. Heinz A. Richter, der den deutsch-griechischen Gesellschaften ein ganzes Kapitel gewidmet hat. Dritte Quelle sind die Jahrgänge 1967 bis 1974 der Zeitschrift Hellenika, die die Vereinigung seit 1964 unter Redaktion von Professor Dr. Isadora Rosenthal-Kammerinär herausgegeben hat. Dazu muss man wissen, dass die Zeitschrift bis 1972 dreimal im Jahr erschien und eine strenge Teilung hatte. Wissenschaftliches aus allen Bereichen, Nachrichten aus Deutschland, Nachrichten aus Griechenland. Ab 1972 erschien die Hellenika als Jahrbuch. Über ein Ereignis berichten alle drei Quellen. Am 15.11.1969 veranstaltete die, wie sie damals hieß, Rheinisch-Westfälische Auslandsgesellschaft Dortmund, heute Auslandsgesellschaft NRW, zu der auch die Dortmunder DGG bis heute gehört, ein Griechenland-Seminar mit dem Titel »Zwei Jahre Diktatur in Griechenland – Eine Bestandsaufnahme im Herbst 1969«. Eingeladen hatte die Vorsitzende der DGG Dortmund und Vorstandsmitglied der Auslandsgesellschaft Gisela Strube. Richter schreibt, ich zitiere, »Themen waren Griechenland und der Europarat, die NATO und die BRD. Redner waren der Journalist Vasil Mathiopoulos, der stellvertretende Kabinettschef des Europarats Menno van Emde-Boas und Professor Gunnar Hering aus Freiburg. Schon im Vorfeld kam es zu massivem Druck. Strube erzählte später in einem Interview, es kam zu einer Bombendrohung im Auslandsinstitut, die uns zwingen sollte, das Seminar auszusetzen. Ich selbst hatte ebenfalls massive Drohungen erhalten, verbunden mit persönlichen Erpressungen, die mich veranlassen sollten, die politischen Vorträge und Seminare abzusetzen. Ich ließ mich jedoch nicht beeindrucken. Das Seminar fand statt, allerdings unter dem Schutz der Dortmunder Polizei und erfuhr großes Echo, weil weit über die Grenzen Dortmunds hinaus. Die griechische Sektion der Deutschen Welle strahlte eine ausführliche Reportage über diese Veranstaltung nach Griechenland aus. Die griechische Botschaft hatte eine Einladung zurückgewiesen und der Presseattaché verließ die Veranstaltung, ohne sich zu äußern, vorzeitig. Soweit das Zitat. Gisela Strube hat auch immer, wie sie mir erzählte, gesammeltes Geld auf ihren Reisen nach Griechenland mitgenommen, um suspendierten Wissenschaftlern zu helfen. Die griechische Geheimpolizei überwachte die Aktivitäten von Gisela Strube. Nach Ende der Diktatur wurde in der griechischen Botschaft in Bonn eine Akte Strube entdeckt. Wie man bei Sösemann nachlesen kann, hat es auf den Mitgliederversammlungen der Vereinigung während der Militärdiktatur heftige Debatten um den Umgang mit den Obristen gegeben. Denn die Mitglieder der VDGG waren sich nicht einig. Zwar vertrat die Mehrheit an der Spitze der Vorsitzende der VDGG, Dr. Hans Stärken, die Meinung, unbeirrt für eine freiheitliche und rechtsstaatliche Ordnung in Griechenland einzutreten, da ohne sie die Pflege der kulturellen Beziehungen wenig sinnvoll sei. Aber der Vorsitzende der DGG Berlin und Stellvertreter Stärkens, der Arzt Dr. Dr. Aristides Bolotas und der Vorsitzende der DGG Hannover, der Redakteur Ludwig Plehn, waren ausgewiesene Anhänger der Junta. Stärken fasste die Meinung der Mehrheit der VDGG zusammen. Ich zitiere, es entspreche dem konstruktiven Willen aller Beteiligten auf Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse in Griechenland. Die Bemühungen der Vereinigung können daher nicht als eine Einmischung in die griechische Innenpolitik angesehen werden und weiter
In die Liebe zu Hellas ist der Faktor der Demokratie eingeschlossen, denn er stellt die Basis der Verbindung zwischen beiden Völkern dar. Bolotas und Plehn befürchteten insbesondere, dass die Zeitschrift Hellenika zu einem Organ für die Wiederherstellung der Demokratie werden könnte und darüber die Vereinigung zerbrechen würde. Man muss sich dabei immer vor Augen halten, dass die griechische Community nicht einheitlich war, sei es unter den griechischen Studenten, den Hochschullehrern, sei es unter den griechischen Gastarbeitern, gab es auch immer Anhänger der Junta. So war es auch für die Redakteurin der Hellenika, Frau Professor Rosenthal, schwierig, möglichst eine neutrale Zeitschrift herauszubringen. Bis 1968 findet man keine Hinweise auf die politische Situation in Griechenland. In den Heften 1969 druckte sie die Erklärung des Literaturnobelpreisträgers Yorgos Seferis ab, der seit 1967 nichts mehr veröffentlicht hatte. Viele griechische Autoren schlossen sich der Erklärung an. Außerdem wurde in den Nachrichten aus Deutschland gemeldet, dass die Deutsche Welle und der Bayerische Rundfunk ihre Sendungen für Griechen erweitert habe. Diese Änderung wurde vorgenommen, da in Griechenland das allgemeine Interesse an Rundfunksendungen aus Deutschland zunimmt. Wir haben es ja gerade gehört. Weiterhin ist in Heft 3 ein Bericht über bereits erwähnte Veranstaltung in Dortmund und eine Erklärung der griechischen Hochschullehrer an ausländischen Universitäten veröffentlicht. Unter den Nachrichten aus Griechenland sind kommentarlos Verordnungen für die griechischen Universitäten und deren Studenten abgedruckt. Wer dies las, wusste, was in Griechenland los war. In dem Heft 70.1 und 2 ist unter Nachrichten aus Deutschland die Entschließung der 79. Westdeutschen Rektorenkonferenz zum Prozess gegen Professor Mangakis, haben wir auch schon gehört, zur Wissenschaftsfreiheit in Europa abgedruckt, ergänzt durch einen erschütterten Bericht der Prozessbeobachter der Rektorenkonferenz, Professor Dr. Günther Stratenwert und Dr. Speck. Im Nachrichtenteil aus Griechenland sind Auszüge von Verordnungen zum Unterricht an den Schulen und zum Strafrecht kommentarlos veröffentlicht. In Heft 71.2 erschien ein kurzer Auszug aus Mein Griechenland aus den Heften eines Gefangenen von Mangakis. Und die Nachrichten aus Griechenland dieses Heftes beinhalteten unter anderem Entlassung griechischer Schauspieler, Verhaftung eines Hochschullehrers und das Ausreiseverbot für den Schriftsteller Andonis Samarakis. Zum Tod des Literaturnobelpreisträgers Yorgos Seferis, dessen Beerdigung zu einem Demonstrationszug für die Demokratie wurde, findet man in Heft 71.3 lediglich einen Bericht der deutschen Presseagentur sowie eine Erklärung des Schriftstellers Spiros Blaskovitis aus dem Gefängnis. In den Nachrichtenteilen wird auf eine Pressemitteilung der Bundesassistentenkonferenz die Suspendierung von Professor Theo von der Kakridis und Ehrungen für den im französischen Exil lebenden Mikis Theodorakis hingewiesen. Trotz dieser meines Erachtens wenigen und sehr zurückhaltenden Berichten zur politischen Situation in Griechenland wurde ab 1973 die Struktur der Hellenika geändert. Die Zeitschrift erschien jetzt als Jahrbuch. Frau Professor Rosenthal-Kamerinea war jetzt nur noch für den ersten Teil neugriechische Studien zuständig. Der zweite Teil wurde unterteilt in Altertumswissenschaften. Redakteur der Gießener Archäologe und Vorsitzende der DGG Wiesbaden, Professor Dr. Willi Zietschmann. Politik und Wirtschaft, Redakteur Dr. Johannes Geiter-Niedes. Und Historisches und Volkskundliches, Redakteur Klodwig Plehn, Vorsitzender der DGG Hannover. Man sieht hier deutlich, es war ein Kompromiss. Im Bereich Politik und Wirtschaft gab es lediglich eine Chronologie der Ereignisse in Griechenland im Spiegel
der Neuen Zürcher Zeitung, also nicht einer deutschen Zeitung, sondern aus der neutralen Schweiz. Diese Struktur wurde auch für das Jahrbuch 1974 übernommen, das erst Ende 1974 erschien. Plehn war wegen seiner Tätigkeit für die Junta fristlos von der Mitarbeit entbunden worden. Dieses Jahrbuch erhielt den umfangreichen Beitrag von Gaetan Nides mit dem Titel »Von der Diktatur zur Demokratie«. Die Zeit der Militärdiktatur war für die Griechenland-Freunde in Deutschland keine einfache Zeit. Viele kleine Hilfestellungen wurden den Ratssuchenden durch die örtlichen Mitglieder gewährt, die nicht an die große Glocke gehängt wurden. Außer einem Antrittsbesuch und einer Einladung zu einem Empfang zum Nationalfeiertag hatte der Vorsitzende Dr. Sterken keine Kontakte zur griechischen Botschaft. Nach dem Sturz der Obristen gewährte diese ihm Einsicht in ihre Akten. Daraus ging hervor, dass Ludwig Plehn eng mit dem Presseattaché zusammengearbeitet hat, einem bekannten Mitglied des griechischen Geheimdienstes. Dort fand Sterken auch Ablichtungen der Vereinigungskorrespondenz und Bewertungen Plehns über die Arbeit der Vereinigung. Der Vorstand der Vereinigung war erschüttert. Plehn war danach noch bis 1976 Vorsitzender der DGG Hannover. Auch war bekannt, dass Dr. Bolotas viele Junta-Vertreter in Berlin traf. Er erlag im April 1974 einem Krebsleiden. Ebenso startete die noch junge Vereinigung in dieser Zeit ihr erstes Hilfsprojekt für Griechenland, die Aktion Amorgos. Es wurde zu Spenden aufgerufen, um durch gezielte Verbesserung der Infrastruktur auf der Insel die Abwanderung, insbesondere der jungen Leute, einzudämmen. Für die Vereinigung haben die Organisation der Aktion das Vorstandsmitglied, der kürzlich verstorbene Hubert Just, und seine Frau Grete vom DGV Mülheim übernommen. Praktische Entwicklungshilfe leistete der junge Ingenieur Gerd Frank, der mit seiner Familie 2 Monate auf der Insel verbrachte, um eine neue Straße zu projektieren. Noch viele Jahre später konnte der Bevölkerung auf der Insel Gelder zum Bau zum Beispiel von Kühlhäusern überwiesen werden. Seit 1995 vergibt die Vereinigung den Ehrenring an Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die deutsch-griechischen Beziehungen verdient gemacht haben. Viele wurden seitdem auch für ihren Einsatz für die Demokratie geehrt. Das sind Professor Dr. Georgios Alexandros Mangakis, Kostas Tsatsaronis, der Metropolit Irenaeus, Eberhard Rontholz, Dr. Daniel Kuhlmass und Georg Albrecht im letzten Jahr. Zum Schluss möchte ich aus einer Predigt des Metropoliten Irenaeus zitieren, der 1972 nach Deutschland kam, die dieser zum Nationalfeiertag am 25. März 1974 im Bayerischen Rundfunk hielt und die auch im Jahrbuch Hellenica 74 in Auszügen veröffentlicht wurde. Der Tag ist groß und feierlich und ruft uns auf, ihn zu feiern und zu genießen. Der 25. März ist der Tag der Auferstehung unserer Nation, der Tag der Freiheit unserer Nation, der Tag, der uns alle aufruft, seine Siege, seine Kämpfe und seine Opfer zu feiern. Und dennoch, bezogen auf diesen großen Tag der Nation, fragte mich ein Grieche in einem traurigen Brief, ob wir einen feierlichen Gottesdienst abhalten werden oder ob wir nicht besser ein Requiem für unsere Freiheit zelebrieren sollten. Ich antwortete ihm, dass wir einen feierlichen Gottesdienst abhalten werden, weil dies diesem Tag gebühre, an dem es Gott gefiel, unsere 400 Jahre lang versklavte Nation auferstehen zu lassen und weil wir die Helden und Märtyrer ehren wollen, die sich für unsere Freiheit geopfert haben. Dankeschön.
herzlichen Dank für deinen objektiven und nüchternen Bericht, der auch die Fehlleitungen und die schlechten Sachen in dieser Gesellschaft nicht verschweigt. Denn das gehört auch zur historischen Wahrheit, zu sagen, was fehlgegangen ist. Einen Punkt darf ich noch ergänzen zu den Preisträgern. Zu den Ehrenringträgern gehört auch Vera Dimopoulos-Vosikis, die damals in Bielefeld war und dann in Aachen weiterfuhr, damit wir das machen. Das heißt, wir hatten immer eine Frage für die Leute, die für die Freiheit, eine Schwäche in unserer Gesellschaft und diejenigen, die Preisträger ausgesucht haben, für diejenigen, die für die Freiheit eingetreten sind und diejenigen, die auch für die Hilfe, für diejenigen, die sie aus Griechenland brauchen, ihr Leben lang gearbeitet haben. Ich glaube, auch das ist nicht unangemessen und charakterisiert auch unsere Gesellschaft. Und Entschuldigung bitte, da der Gerd Frank hier sitzt, der da unten die Sache mit Amorgos begonnen hatte und so etwas Ordentliches wie eine Straße gebaut hat, die auf dieser Insel auch dringend benötigt war. Gerd, erheb dich doch kurz, damit ich die Leute sehe. Dann nehme ich Sie mit. Okay, beide. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt kommt es zu einer weiteren Erläuterung über Hilfen für die Griechen, die hier gearbeitet haben. Und zwar, sag du noch etwas, was du machst, aber jedenfalls für mich ist sie immer die Diakonie. Ja. Auch wenn es in Anführungszeichen nur die Diakonie im Rheinland ist. Ja. Sie ist für mich stellvertretend. Für die Diakonie. Für die Diakonie. Und weil Georg Albrecht, der hier mehrfach erwähnt worden ist, unser Preisträger aus gesundheitlichen Gründen, der die Arbeit wesentlich begründet hat und übrigens auch das erste Journal Arbeitsrecht für ausländische Arbeitnehmer und einen Arbeitskreis im Bundesgebiet gemacht hat, dass der aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein kann, schien es uns angemessen, dass wir gerade aus dieser rheinischen Truppe Sie, die da so lange arbeitet, bitten, uns einen kurzen Bericht zu geben. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier in diesem Kreis zum Thema die Rolle der Diakonie während der Zeit der Diktatur in Griechenland einführen zu dürfen. Ioanna Tsacharaki heiße ich, arbeite seit fast 30 Jahren bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe als Referentin für den Bereich Integration und Interkulturalität. Ich werde kurz machen auf das Selbstverständnis der Diakonie damals und heute und auf Aktivitäten und Schwerpunkte eingehen. Auf der Basis des christlichen Fundaments stellt sich die Diakonie den jeweiligen gesellschaftlichen Herausforderungen damals und heute. Sie begrenzt ihr Handeln nicht nur auf die Einzelfallhilfe. Ganz wichtig für die Diakonie ist es, ihr institutionelles Gewicht zu nutzen, um gesellschaftliche Solidarität zu stiften, Rechtspositionen von Menschen in Not zu stärken und natürlich Stellungnahmen an verschiedene gesellschaftliche und politische Entwicklungen zu nehmen und sich für Rahmenbedingungen, entsprechende Rahmenbedingungen, sich einzusetzen. Auch gegen Vermeidung von Armut, Ausgrenzungserfahrungen in diesem Bereich wirkt sie nach wie vor. In diesem Sinne setzte sie sich für eine sozialdiakonische Begleitung für ausländische Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen während ihres Aufenthaltes in Deutschland ein. Und in den 60er Jahren übernahm sie die Sozialbetreuung, so hieß es damals, der Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen griechischer Herkunft. Und diese Übernahme der Sozialversorgung, Sozialberatung ging es nach Abstimmung mit der Heiligen Synode des Ökumenischen Patriarchats in Konstantinopel und nach vielen Verhandlungen damals des Erzbischofs von Theatiron für Großbritannien und Westeuropa mit dem kirchlichen Außenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und nach diesen Verhandlungen wurde so die Übernahme zugestimmt. Die Entstehung der Sozialberatung für Griechen beim Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland ist eng verbunden
wie eben genannt ist, mit dem langjährigen Referenten Herr Georg Albrecht. Bereits 1963 erhielt er in der Rheinischen Diakonie eine erste Anstellung als Sozialarbeiter. Aufgabenfelder waren damals die Beratung sowie Durchführung von Seminaren für griechische Arbeitnehmer und ihre Familien. Bis 1966 schuf die Rheinische Diakonie eine Infrastruktur der Sozialberatung in 14 großen Städten. 19 griechische Sozialberater und Sozialberaterinnen waren in der Zeit tätig. Zielsetzung der Beratung damals war die Intervention mit dem Ziel einer gleichrechtigen Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben in Deutschland zu unterstützen. Die Selbsthilfe stand im Vordergrund für die Familien. Mittlerfunktion war ganz wichtig. Und in der Beratung, Arbeit, soziale Versorgung, individuelle Lebensprobleme, Erziehung, Bildung, Familien, Generationskonflikte und natürlich die Gruppenangebote, Wochenendseminare, Sprachkurse und politische Bildung. Schon vor der Diktatur fanden vor allem in der Melanchthon Akademie Köln Aktivitäten zur politischen Bildung und Seminare für griechische Familien statt. So referierte, ich habe nämlich auch aus dem Archiv ein Dokument gefunden, und referierte der Vorsitzende des Vereins der griechischen Akademiker, Carolos Papoulias, im Februar, sogar auch am 11. März 1967 über die griechische Verfassung. Bei dieser Veranstaltung äußerte er sich auch die Sorge vor dem Ausbruch einer möglichen Diktatur in Griechenland. Und hier schreibt die Kentrikí Pirisia Plyrophorion, damals ist ein vertrauliches Dokument des griechischen Geheimdienstes vom 1.4.67. Der Papoulias arbeitet und referiert dort. Ja, das Interesse nach politischer Bildung war in dieser Zeit sehr groß. Die räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen wurden von der Melanchthon-Akademie schon zur Verfügung gestellt. Und zufällig fand ein Seminar am 22. April 1967 statt, direkt nach dem Ausbruch der Diktatur. Und so fand die erste Demonstration gegen die Hunde in Köln statt. Sie begann im Vorhof der Melanchthon-Akademie und wurde von vielen Multiplikatoren und von Herrn Albrecht mitorganisiert. Während der griechischen Militärdiktatur suchten zahlreiche Griechen Rat und Unterstützung. Herr Albrecht und viele Sozialberater und Beraterinnen standen ihnen zur Seite. Viele politisch verfolgte Griechen wurden von der Inneren Mission, damals vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland, unterstützt. Zahlreiche Griechen heißt das, Entschuldigung. So wurden Akademiker griechischer Herkunft als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen beim Diakonischen Werk eingestellt. Darunter auch der spätere Staatspräsident Carolos Papoulias, seine Frau, wie auch Herr Georgios Vandalis, früherer Botschafter. Viele Studierende wurden in dieser Zeit mit Stipendien durch das Diakonische Werk gefördert. Im Auftrag der Polizei sollte das Diakonische Werk in dieser Zeit bei vielen Ausschreitungen unter den Griechen vermitteln. Viele, bei einem Vorfall im Herbst 1973, wurden 17 Verletzte in Düsseldorf im Krankenhaus behandelt. Zur Einstellung der gewalttätigen Ausschreitungen fanden viele Gespräche mit Vertretern in Düsseldorf und so wurde ein Modus der Zusammenarbeit gefunden, damit nämlich die Ausschreitungen aufhören.
Herr Albrecht und die innere Mission, das diakonische Werk, war für viele Vertreter der griechischen Regierung ein Dorn im Auge. Sie waren unbequem bei der Verfolgung ihrer Ziele einer humanitären und rechtlichen Flankierung griechischer Exilanten. Gerade Georg Albrecht stand ständig unter Beobachtung des griechischen Geheimdienstes. Dieser hatte den Versuch unternommen, Herrn Albrecht mit einem lukrativen Angebot als Berater der griechischen Botschaft zu gewinnen, für 5.000 Euro damals. Er lehnte dieses Angebot ab. Hier gibt es verschiedene Dokumente in dieser Hinsicht, auch ein vertrauliches Dokument vom 30. März 1967. Die Aktivitäten des Sozialarbeiters Herr Albrecht wurden als gefährlich eingeschätzt. Er diffamiert und ist gegen die griechischen staatlichen Institutionen in Deutschland. Er schult Gewerkschaftler und Kommunisten. Bei einem Brief des griechischen Botschafters aus Bonn an den Präsidenten des Diakonischen Werkes bittet er darum, dass Maßnahmen gegen Herrn Albrecht getroffen werden. Mehrere Beschwerden gegen Herrn Albrecht gingen ständig an die Leitung. Diese stand stets hinter Herrn Albrecht. Eine Antwort zitiere ich. Die von der griechischen Botschaft gegen Herrn Georg Albrecht vorgebrachten Anschuldigungen weisen wir entschieden zurück. Dabei wissen wir uns in der Beurteilung der Person und der Arbeit des Sozialbetreuers Albrecht einig mit der Wertschätzung, die er beim Bundesministerium, beim Bundesinnenministerium, beim Bundesarbeitsministerium und beim Arbeits- und Sozialministerium des Landes Nordrhein-Westfalen genießt. Vom 9.1.67. Durch kontinuierliche, gezielte Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit haben Herr Albrecht und seine Dienststelle zur Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland beigetragen. Neben der Einzelfallhilfe für die griechischen Arbeitnehmer und ihre Familien, der Unterstützung der im Exil lebenden Griechen, trug das Diakonische Werk mit Herrn Albrecht durch gezielte Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit zur Wiederherstellung der Demokratie. Und Herr Georgos Albrecht, geht es ihm heute nicht sehr gut. Er grüßt uns alle mit der Hoffnung, das ist sein Zitat, ich wollte ihn aufnehmen, er wollte das nicht, und er sagt, dass diese Zeiten sich nicht wiederholen werden. Ja, vielen Dank. In diesem Sinne arbeitet die Diakonie damals und heute für eine Gesellschaft der Vielfalt, der Offenheit und der Demokratie. Vielen Dank. Applaus